Um die Willkommensbesuche des Kinderschutzbundes hier in Hagen geht es heute. Willkommensbesuche nämlich dann, wenn es um Neugeborene geht. Die gibt es Gott sei Dank noch zahlreich hier in Hagen auch, in allen Stadtteilen. Und der Kinderschutzbund betreut seit vielen Jahren oder hat die Aufgabe übernommen, seit vielen Jahren diese Willkommensbesuche durchzuführen. Jetzt haben wir zwei Helferinnen vom Kinderschutzbund hier, die diese Willkommensbesuche durchführen. Was heißt das eigentlich? Was machen Sie bei so einem Willkommensbesuch? Ja, wir gehen in die Familie und machen genau das, wie der Name schon sagt. Wir heißen das Neugeborene willkommen hier in Hagen. Wir kommen mit einer Tasche mit Informationen für die Familie über die Neugeborenenzeit, über das erste Lebensjahr, teilweise bis zum 6. und 8. Lebensjahr haben wir Informationen dabei. Und wir versuchen so ein bisschen Vermittler zu sein zwischen, vielleicht kann man sagen, zwischen der Stadt Hagen und der Familie, damit sie von den ganzen Angeboten, die es hier in Hagen gibt, profitieren können. Es gibt ganz viele Sachen, von denen sie nichts wissen, was es speziell für junge Eltern und junge Familien hier gibt in Hagen. Zwischen der Stadt, da muss man sagen, der Schirmherr ist der Oberbürgermeister, im Moment Herr Schulz dann eben auch. Sie treffen nicht nur logischerweise in Hagen auf deutsche Eltern, sondern auch auf Multikulti. Da haben wir gerade auch noch eine Helferin hier aus Hohenlimburg, die sich gerade in zwei türkischstämmigen Familien ganz gut auskennt und auch weiß, wie man das handeln muss. Was ist da so besonders? Es ist halt Sprachschwierigkeiten. Die Frauen sind sehr scheu und ja. Ja, die Sprachschwierigkeiten. Die meisten Frauen können nicht Deutsch und entweder müssen sie halt Übersetzer haben, wenn es ein Deutscher käme. Und ich habe zwar selber noch Kinder zu Hause, arbeite auch und das habe ich extra jetzt noch dazu genommen, dieser Willkommensbesuch, wegen der Sprache halt. Und die türkischen Frauen, die sind viel sicherer, wenn ich sie besuche, durch die Sprache, dadurch, dass ich auch Türken bin und das klappt dann ganz locker. Nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, denn gerade ja, ganz selten sind die Männer dabei. Also sind sehr selten, dass die Männer dabei sind. Wenn die dabei sind, ist halt wegen Übersetzung oder. Was bewegt Sie oder was hat Sie bewogen, jetzt hier beim Kinderschutzbund so eine Tätigkeit zu übernehmen? Ja. Ich möchte einfach helfen, diese Mütter mit den jungen Kindern. Ich möchte, dass die ein bisschen lockerer werden, freier werden, wissen, was kann ich für mein Kind noch zusätzlich tun, für die Geschwisterkinder auch, dass die halt nicht unerfahren bleiben. Wie war das bei Ihnen? Wenn ich zu ausländischen Eltern gehe, meinen Sie? Oder generell in den Familien? Oder warum ich? Generell und vor allem, was hat Sie bewogen, jetzt überhaupt so eine Tätigkeit zu machen? Ach so. Ja, ich liebe Babys, ich liebe Menschen, ich liebe Familien und ich bin vom Beruf Kinderkrankenschwester. Ich habe eine ehrenamtliche Tätigkeit gesucht, habe das in der Zeitung gelesen und war ganz begeistert und bin dann hier hingekommen. Und das hat sich von Anfang an genauso gestaltet, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin mittlerweile fast 7 Jahre dabei, habe schon sehr, sehr viele Familien besucht. Aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen oder in unterschiedlichen Familiensituationen. Das Einzige, was alle gemeinsam haben, ist natürlich, dass sie ein neugeborenes Baby zu Hause haben, was meistens dann so um die 3 Monate alt ist, wo die ersten Anfangsschwierigkeiten vorbei sind, wo es dann vielleicht ein bisschen um andere Probleme geht. Die Hebammen sind dann draußen aus den Familien. Und die Frauen sind vielleicht auch so weit, dass sie Kontakt suchen oder dass sie gerne einen Babyschwimmkurs besuchen möchten oder eine Babymassage oder ein Babytreff suchen. Und da haben wir dann die richtigen Adressen für die jungen Mütter.
Sie kommen ja nicht mit leeren Händen, Sie kommen mit einem Begrüßungspaket. Was ist da so drin in diesem Paket? Also das ist eine Tasche von uns, in der ganz, ganz viele Materialien sind. Besonders über das erste Lebensjahr. Das geht einmal los mit Informationen über den Kinderschutzbund, über Angebote, die es in Hagen gibt. Haben wir ganz viel von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, und zwar unter anderem so eine DVD über Kindergesundheit, über das Leben mit Kindern allgemein. Wir haben sehr viele Sachen, die wir auch in anderen Sprachen, zum Beispiel Türkisch oder Arabisch, anbieten können. Zum Beispiel unsere kurzen Elterninformationen. Ich zeig mal einmal auf Deutsch. Mhm. Hier sind so ganz viele kleine Infos drin. Also das finde ich total klasse, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Probleme habe, mein Kind schreit von morgens bis abends, dann gibt es hier so einen kleinen Flyer drin über das Schreien. Den kann ich mir durchlesen. Das dauert 5 Minuten. Das schaffe ich auch, wenn ich unter Schlafmangel leide und sehr müde bin, und die 5 Minuten, die kann ich immer gucken, oder über Ernährung oder über das Schlafen oder die kindliche Entwicklung. Das ist sehr gut gemacht, und das gibt es zum Beispiel auch in Arabisch, in Türkisch oder auch in Englisch. Und also so haben wir sehr viele Informationen hier in der Tasche. Oder zum Beispiel, das ist auch total klasse, das Baby, das liebe ich. Ich habe gerade schon gesagt, ich finde den Inhalt dieser Tasche so gut, ich könnte den auch verkaufen. Also ich bin da wirklich begeistert von. Und natürlich immer noch ein kleines Geschenk für die Eltern. Ein Gutschein ist auch noch dabei für ein Geschenk aus unserer Kleiderkiste hier, aus unserem Secondhand-Laden, aus der Klamottenkiste. Ein Gutschein. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht. Oder unsere verschiedenen Gruppen werden vorgestellt. Also sehr viel Infomaterial für die Eltern, wo sie sich immer das entsprechende raussuchen können, was sie gerne haben möchten, was sie gerade interessiert. Wie werden Sie jetzt aufgenommen? Sind das Menschen, die sagen, ach, ja, sie kommen? Oder ist dann doch ab und zu mal so ein halb zugeknickenes Ohr so, na, was will die denn jetzt eigentlich von uns? Sie kommen als Gast, aber wie werden Sie aufgenommen? Ja. Das ist sehr unterschiedlich. Ja. Also ich habe auch schon alles erlebt. Ich habe schon erlebt von Freudestrahlen und endlich ist sie da, wir haben so viele Fragen, bis zu hier habe ich unsere Aufenthaltsgenehmigung und hier sind die Impfbücher und hier sind die Vorsorgehefte. Am schönsten ist, finde ich, wenn die Leute so ein bisschen misstrauisch sind und dann merken, die will uns ja was Positives. Und wenn ich nach Hause gehe, dann habe ich diesen Bann gebrochen und die Familie sieht, die wollte ja gar nichts Böses, die hat uns wirklich nur diese Tasche gebracht und ich habe jetzt ganz viel Information. Und wenn ich ein Problem habe, dann weiß ich, an wen ich mich wenden kann. Das finde ich das Allerpositivste. Oder wenn es vielleicht sogar schon ein Problem gegeben hat, was wir lösen konnten in einem Gespräch oder ich weitervermitteln konnte. Das ist ja super positiv, finde ich sowas. Ja? Im Vorfeld habe ich sogar schon gehört, dass es welche gibt, wo Sie gesagt haben, die wollen mich gar nicht gehen lassen. Ja, gibt manche. Also am liebsten würden sie, dass ich bis abends da bleibe. Tisch ist voll gedeckt und bleiben Sie doch noch und so. Sind auch welche wirklich sehr herzlich. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, die türkischen Familien, wenn die das Wort Kinderschutzbund hören, dann meinen sie mir, es geht um das Kind und die Stadt will mein Kind schützen und irgendwie mir wegnehmen, sozusagen. Das wird immer sehr missverstanden und das erkläre ich denen auch jedes Mal. Das hat gar nicht um den Schutz des Kindes zu tun. Und mittlerweile hat sich schon rumgesprochen, dass ich das auch in Hulumbek mache mit den türkischen Familien. Die sind nicht mehr so ängstlich wie am Anfang. Und mit dem Begriff Kinderschutzbund sind die noch ein bisschen werber geworden mit dem Wort. Jetzt sind Sie über 30 Helferinnen, die diese Willkommensbesuche machen. Helfende Hände werden aber gesucht. Es gibt jetzt auch eine Schulung, wir werden auch darauf hinweisen. Was sollten denn diese neuen Kolleginnen, diese neuen Helferinnen mitbringen? Wie sollten sie so von der Person ausgestattet sein? Ja.
einfach die Wärme zu der Familie. Ja, auf jeden Fall sollten sie gut kommunizieren können, sollten Erfahrung mit Kindern haben, also entweder selber Mütter sein oder aus einem Beruf stammen, in dem sie Kontakt zu Familien hatten, sollen gut kommunizieren können und sollen Spaß daran haben, an ehrenamtlicher Arbeit. Dringend gesucht werden Frauen, die auch andere Sprachen sprechen, also zum Beispiel Türkisch, Arabisch, Polnisch, Russisch, also die Sprachen, die werden immer gesucht und oder die Frauen mit solchen Sprachen werden immer gesucht und das wäre halt sehr gut. Und wer gerne dazukommen möchte, wir sind auch eine nette Runde, wir treffen uns einmal im Monat zu einer Schulung und es macht ein paar sehr schöne Abende. Gut. Ihnen weiterhin viel erfolgreiche Besuche und vor allen Dingen, dass Sie immer mit offenen Armen dann auf jeden Fall auch empfangen werden. Vielen Dank. Dankeschön.